geht es zu einer weiteren Folge. Ja, ich wollte ja Schatz suchen, aber der Wassergolem, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Deswegen gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Ach, hier steht der Dieb. Da habe ich schon ziemlich viel abgefragt und ich sollte einen Adam finden. Jetzt will ich wissen, wo dieser Adam ist. Er war meistens immer hier in der Gegend. Der hat immer hier gestanden. Es ist 8.53 Uhr, eine Stunde nach dem Aufstehen. Hier ist er nicht in den Häusern drinne. Helene. So, jetzt werde ich das Ganze mal... Oh, Moment mal, Klaus haben wir ja schon gefragt wegen des Diebes. Ja. Ich glaube, in dieser Tür war ich noch nicht. Mann, hier gibt es ja nur diese Bettchen. Weil ich weiß auch nicht, wo dieser Adam immer herkommt. Hier schon. Ja, das war dieser Frachtraum. Genau, geht zwar noch eine Treppe hoch, aber egal. So, hier gibt es auch noch eine Tür. Oh, hier war ich noch nicht wohl. Brot, Käse, Holzklotz. Der grüne Novize, was? Aha. Können wir da was lernen? Der grüne Novize. Rezept für den grünen Novizen. Okay, Stängel. Lassen sich prima drehen. Ja, okay, das ist jetzt hier. Ein Kraut gegen Schmerzen. Da können wir mal abspeichern. Ja, wo ist denn der Adam? Also, soweit ich weiß, war er immer hier vor dem Haus, hier am Stehen. Bloß er ist nicht da. Das heißt, ich werde mal etappenweise schlafen. Und zwar erstmal bis mittags. Gucken, vielleicht erscheint er dann wie aus dem Nichts. Da steht er doch. Der Adam. So, Adam. Dann erzähl mir was über die großen Berge im Wald. Gibt es eigentlich in den Bergen, die im großen Wald liegen, eine Menge Verstecke? Eine Menge Verstecke? Nein, dafür sind die Berge einfach zu klein. Ich suche einen Dieb. Hast du keine Idee, wo man sich in den Bergen verbergen könnte? Nun, am Fuß des Berges gibt es eine Höhle. Vielleicht hat sich ja der Dieb dort versteckt. Eine Höhle? Das könnte sein. Danke für den Tipp. Ja, okay, bis hierhin. Ja, dann wollen wir mal gucken, was denn Adam so... Ich erinnere mich, dass der Jäger Hans mir erzählt hat, dass der kleine Berg zwischen den beiden großen Ork-Söldnerlagern im Wald und der Stadt eine Höhle haben soll, wo ein gewisser Igor leben soll. An diesem Igor sollte ich mal auf den Zahlen fühlen. Zwischen beiden... Oh Gott, wo soll das denn sein? Gut... Das heißt, darunter irgendwie wieder mal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier all die ganzen... kann man hier abkürzen? Ja. Ob ich hier die ganzen... Na, wie heißen sie nochmal? Die ganzen grünen Viecher hier. Nee, habe ich noch gar nicht. Kann ich nämlich, glaube ich, jetzt ein bisschen besser eliminieren. Um so ein bisschen mehr Lernpunkte bzw. Erfahrungspunkte zu finden. Zu finden, zu kriegen, haben zu wollen. Oh. Ist hier nicht noch was Lust? Oh, da hinten sind ein paar Söldnerlager. Mal da hinten. Los! Ja. Kommt auf mich zu. Ah, Mann! Aber das hat gefruchtet. Ah, superklasse. Wieder mal kein Fleisch gebraten. Sowas Beklopptes jetzt aber auch.
Ja, ja. Erdchen. Alles Fleischbraten. So. Jetzt wird's ein bisschen unkonventionell, liebe Leute. Bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Carpe diem. Na, das könnte ich aber jedem grünen Heinz da unten machen. Nee. Das ist ja eigentlich für eine Wiese hier, so ein kleines Teil. So. Dann werden wir dich mal zur Brust nehmen. So doch nicht. Weil hier war ich noch gar nicht mittendrin. Vielleicht gibt es was Neues. Feldräuber. Und von hinten. Ging nicht. Warum macht er mich kaputt? Guck dir mal an, der weicht einfach so aus. Aber das war cool. Jetzt haben wir ja den mal auf die gleiche Weise wie den ersten genippelt. Ah. Mein Gott. Müsste das Fleisch noch pfeffern. Vielleicht gibt es dann mehr Lebenspunkte. Pfeffern und salzen, würzen. Bringt mehr Lebenspunkte. Ja, auch da haben wir wieder Wölfe. Ganz viele. Da auch. Ach, das ist der Wald voller Wölfe. Okay. Lass uns mal gucken, was hier auf dem Handweiser steht. Westliche Berge. Ach, ist das also richtig? Hier geht's zu den westlichen Bergen. Ja, dann lasse ich die erstmal außen vor, die Teile. Und muss wohl oder übel, ist hier noch ein Handweiser, zur Salzmine. Aha. Oh Mann. Okay, er macht schon mal den Vorangriff. Auch gut. Der wilde, wilde Wolf fängt gleich bei den Bergen an. Mit ein paar Schlägen in Massen. Kommt er dann in den Himmel an. Ich Dummkopf. Bin ja wieder so ein bisschen am Rumexperimentieren. Oh, das sind drei. Vielleicht sollte ich mal, ja, auch mal abspeichern. Solche Glücksschläge, die habe ich ja nicht alle mal. Mist. Na? Jetzt hat sich das gelohnt. So. Jetzt nochmal ein Tränkle tränkeln. Ein Fleische essen. Zwei. Und auch mal abspeichern. Was nehmen wir denn mal? Tem 2. Westliche Berge. Und es geht zur Salzmine. Und es geht da hinten noch woanders hin. Oh Mann. Muss ich denn hier alles alleine machen? Die mampfen jetzt gerade, okay. Sind es eins oder zwei? Es sind. Ja, es sind zwei. Okay, ist gut. Ohne Doublette. Jetzt liegen die auch noch ganz genau übereinander. Da ist nicht zu holen. Okay. Haben wir geschafft. Dann wollen wir den westlichen Bergen folgen. Diesem hohen Gestrüpp. Uhu. Uhuhu. Okay. Gucken. Wir müssen so hinterm Baum verstecken.
Schlägt wieder so, wie ich es nicht will. Naja. Mampfi Popampfi. Oh, da hinten sind ja noch mehr. Moment mal, lass uns mal hier oben ein bisschen die Anhöhe abgrasen. Wo es Blauflieder gibt. Oh, und eventuell noch ganz versteckte andere schöne Kräuterchen. Nein. Hier ist noch ein Blauflieder. Gibt hier auch nur Mana. Lebenspunkte. Und nochmal Blauflieder. Und nochmal Blauflieder. Ach ja. Gut. Bis hierhin. Breiten uns noch ein bisschen hier aus. Ob es was gibt. In Kräutern. Also nicht zu weit in den Wald rein. Bleiben wir nämlich bei der Systematik. Ah ja, da hinten sind sie wieder. Nö, nö, nö. Was ist das da hinten? Ist das auch ein Wolf? Ja. Ja, hau zu. Nachtschatten, Mondschatten, Flachschatten, Schnäbelkraut, irgendwo Heilpflanze, Heilkräuter, Heilwurzel. Auch von irgendwas ganz viel, das weiß ich noch. Hier 18. Feuerwurzel gibt Mana-Bonus. Ich bleib erstmal bei Heilpflanze. Jetzt immer bis 10 aufessen. Ah, das ist alles hier etwas verwolft. Alles etwas verwolft, das Ganze, und ich bin wieder mal falsch. Aber ein paar Pilze können warm. Hier von denen hier. Butlerfleisch. Auf geht's weiter. Aha, zwei Stück. Also ich bin schon soweit gut konditioniert, dass ich zwei Wölfe auf einmal, ja, dass ich es mit denen aufnehmen kann. Und so, ich sage jetzt mal zu 80%, zu 80% aufnehmen kann. Na, los. Okay. Na, ihr grauen Tiere, Wölfe, wollt ihr denn? Ja, ihr wollt. Sie auch noch so blöd verteilt. Oh, wieder mal absolutes Glück gehabt. Oh, welch den Scheiß. Bin gespannt, wie wo es hier weiter hingeht. Da bin ich sowas von gespannt drauf. Okay, ein goldener Wolf da hinten. Okay, hier haben wir auch noch einen Berg.
sind wahrscheinlich zwei. Naja, nicht nur zwei, sondern auch ein paar mehr. Okay. Ach ja. Versuchen wir mal mit dem Flitzebogen. Und zwar von einer Anhöhe aus, die da hier ist. Oh, ein Waldgolem. Ach, du liebes Läuschen. Okay, hier gibt es ganz viele wilde Wölfe. Mal gucken, kommen die hier hoch? Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, die haben mich gewittert. Zumindest einer hier. Okay, der kommt hoch. War natürlich jetzt blöd. Wir haben hier noch einen. Okay, hier ist eine Kante. Er versucht hier hoch zu klettern. Noch wer? Hallo? Wilde Wölfe? Nein. Ist auch echt voll der gute Sichtschutz. So, haben wir sie denn? Hier haben wir sie. Was ist hier? Noch ein wilden Wolf. Auch schön. Das waren zwei. Okay, abspeichern. Waldgolem gibt's da auch noch. Nee. Auch nicht. Ich hab nichts gegessen. Aber er hat mich gleich gegessen. Ja. Bevor. Ich hier weitermache. Esse ich lieber was. Ah, soll es erstmal reichen. Na toll. Das hat mir nicht geworfen. Oh, das ist ein schlechter Tag hier. Menno. Heiltränke, Heilsäfte, Heil... Was ist das? Heilung, Elixier, reine... Psst. Alles hier zur Neige. Oh, sorry. Wieder gehustet. Moment mal, wenn die hier hochkommen, dann komme ich auch eventuell hoch. Was? Nee, komme ich nicht. Ah. Gut. Jesus Christ, the big one, Wild Golem is coming up. Ach, es waren wieder die geschärften Pfeile. So, was habe ich denn alles da? Okay, der Waldgolem, der ist da noch am Stocken. Okay, oh, ohne Verluste. So. Gucken, wenn der da so lustig steht, der Waldgolem, vielleicht kann ich ihn dann... wie den anderen... Kommt da nicht runter. Ein Waldgolem bringt 3 Holzscheiben. Das kostet Pfeile. Du bist mir zu teuer, du Waldgolem.
Na also, 400 Points. Vor so Waldgolem. Und 3 Holzschreien. Wow. Das hat Spaß gemacht. Nicht zu plündern. Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich noch? 42 geschärfte Pfeile. Super geil. Ach so, ja, Holzscheiben. Also ich darf nicht mehr viel Getier mit dem Flitzebogen erlegen. Auch wieder wilde Wölfe. Aber ich will zu den Bergen. Und die Berge sind schwierig zu... Oh, komm. Wo bist du? Okay. Also ich muss mir angewöhnen, hier eine Seitensprungtaktik bei den Wölfen zu machen. Dass da, glaube ich, nicht so schlecht sei. Gut, da sind noch ein paar, aber ich darf hier die Kräuterchen nicht vergessen. Da ist nicht schon zu holen. Ich schon. Gut. Da sind noch Handweiser, sehe ich gerade. Und hier geht's auch nicht weiter. Und hier ist ein lustig abgeschnittener Baum. Und da gibt es Fliegenkram. Ja, okay, dann machen wir Folgendes. Oh, jetzt sind es gleich 2 Stück. Aber der Graue kommt als erstes. Doch nicht. Ja. Tick-Tack ist die gute Taktik. So, dann werden wir mal hier noch ein bisschen abgrasen. Ich liebe ja Wald. War nicht so voller Tiere. Die mich angreifen. Nein, nein. Oh. Maybe there is another wolf. Okay. Nein! Mit diesem Blut kann man leider die Punkte nicht sehen. Oder wer zu wem. So, Butlerfleische. Habe ich denn noch ein paar Butlerfleische hier? Kronstöckel, nicht essen, um Himmels Willen. Was haben wir denn hier? Waldmorschel. Oh, die ist aber wertvoll. Euer Nessel, Bellwurzel, Heilkraut. Nja, nja, nja. Ach, was soll's? Müssen wir nicht immer den Wanst voll quieken hier? So. Hier ist ein abgestorbener Baum. Weiß nicht, was hier noch in der Nähe ist. Oh, hier kann man durchgehen. Und da gibt es giftige Fliegen. Muss ich da die erledigen? Muss ich das? Oder? Moment, 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 Moment. Hallo? Okay, wilder Wolf, wilde Fliegen. Kleine Giftfliege. Noch eine. Okay, dann sind das kleinere. Dann sind die wahrscheinlich nicht so nervig, oder? Oder wie, oder was? Ah, gleich 2 Stück. Wum, wum. Oder so, ne? Das heißt also, die machen mich nervlich kaputt. Die haben ein Nervengift. Diese kleinen Giftfliegen. Und deswegen... den geschärften Pfeil als Munition wählen und gucken. Okay. Nee, nicht wilden Wolf. Ich will die kleine Giftfliege haben. Was ist das doof? Na komm an. Das ist jetzt die andere. Hauen die wieder ab. Nee. Näher rangehen, bitte. Okay. Okay. Die
die haben mich aber ganz schön geschwächt. Die kleinen Giftfliegen. Oh, Schinken. Bier. Lebensenergie 3. Wacholder. Ah, das ist alles wenig. Ach, weg mit dem Käse. Weg mit dem Brot. Oha. Da sind noch wilde Wölfe mit dazwischen und jede Menge Fliegen. Fliegen. Mal gucken, was mich als erstes wittert. Ja, okay, die ist schon mal gut. Anfixieren. Und mal schießen. Und nicht treffen. Sehr lustig, dass die mich nicht treffen. Boah. Meine Lebensanzeige. Das guckt dir das an. Meine Lebensanzeige ist in Ar. So, noch 27 Pfeile. Das ist ja nicht gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Tränke gehen zur Neige. Bin echt gespannt. Da ist nichts zu holen. Ja, hab ich das schon genommen. Hier soll es zu den westlichen Bergen gehen. But. Wow. Hat dort Giftfliegen. Geh mal hier entlang. Ah, nee, das ist eine große Giftfliege. Ach, tolle Nummer. Super. Oh, no. Bleib hängen. Zieh deine Waffe. Muss ich mit der anderen Hand machen. Da ist noch einer. Minotaurus. Das ist übelst. Ja, das sieht so aus, als müsste ich wieder zurück nach Tamora. Zwar backen gehen oder braten. Fleische braten. Ich will trotzdem noch alle meine Vorräte verbrauchen. Nee. Das sind natürlich hier die ganz gefährlichen. Den Heilwurzel. Nee, die brauche ich doch, oder was? Oder wie das was? Oh, Schnabberkraut. Lebensenergie. Ach, hier haben wir ja noch einen Dunkelpilz. Ja, da sollte ich auch irgendwie sparsam mit umgehen. Das sieht echt übelst aus. Werde ich die Waldmorcheln mal wegmorcheln. Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu wuselig da hinten. In der Ferne. Und, oh, da könnte man ja eigentlich entlang glitschen. Was sind denn das für Öffnungen da? Okay, da sind geheimnisvolle Öffnungen. Wahrscheinlich Felsenaugen, ich weiß es nicht. Ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu fuschelig. Kommen plötzlich große Giftfliegen an und mitten Mann. Und mein Vorrat an Nahrung ist auch wieder zu Ende gegangen. Lass uns doch nochmal hier gucken. Vielleicht gibt es hier noch, doch noch irgendwelche versteckten Geschichten. Glaube ich nicht. Oder ich muss hier rum? Hier war ich glaube ich noch gar nicht. Moment. Moment. Sieht aus, als wäre das zugänglich hier. Ja. Hier ist ein Plateau. Und dann geht es hier nochmal hoch? Oder wie oder was? Okay. Oh! Eine Höhle. Stimmt, ein Söldner oder sowas. Ah, jetzt habe ich meine. Ah, das nervt. Dauernd neu laden mit dem geschauften Feind. Ich will wissen, wer du bist. Da ist ja Igor. Hallöchen, Igor. Na, brauchst du Mahorka? Oder was? Hallo. Was willst du von mir? Verschwinde. Ja, genau. Rück Telems Amulett heraus. Rück Telems Amulett heraus. Ich weiß nicht, wovon du redest, Mann. Das weißt du ganz genau. Also heraus mit dem Ding. Hey, ich sagte dir bereits, dass ich das Ding nicht habe. Und nun verpiss dich.
Na schön. Anscheinend verstehst du nur Gewalt, was? Kannst es ja mal versuchen, Kleiner. Fang aber nachher nicht zu weinen an, klar? Ja, an dieser Stelle mache ich mal Schluss für die Folge. Und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, Igor voll aufs Maul hauen. Ich verabschiede mich, macht einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage hiermit Tschüss.